Neu im Anime und keine Ahnung, was du schauen sollst? Wir zeigen dir, wo es lang geht. Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir unsere Top 10 Animes, die man gesehen haben muss. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste schauen wir uns Anime-Filme und Serien an, die du gesehen haben solltest, auch wenn du kein Fan davon bist. Unsere Auswahl beruht auf Zugänglichkeit, Gesamteindruck und Unterhaltungswert. Owen Koma's mind recognizes no limits, neither does his reach. Nummer 10, Fate Zero. Die Fate-Serie zu erklären kann schnell zur Mammutaufgabe werden, angesichts der vielen verschiedenen Zeitachsen, in denen hin und her gesprungen wird. Aber müssten wir eine Serie empfehlen, dann diese. Die überzeugenden Charaktere sind an geschichtliche Größen angelehnt und die fantastischen Kampfszenen verleihen dem Begriff Kulturkampf einen ganz neuen Charakter. Edler Saber, unersättlicher Rider, niederträchtiger Archer und verstörender Caster, alle bergen ein Stück Geschichte und nicht zu vergessen die atemberaubenden Noble Phantasms. Nummer 9, Durarara. Holy shit. Zu gleichen Teilen Comedy, Wahnsinn und Charakterstudie. Die Einwohner von Ikebukuro vergisst man nicht so schnell. Das Pflaster der Stadt wird von den typischen jungen Anführern beherrscht, aber darüber hinaus gibt es auch noch den Shisho Hibojima, einen Mann, der mit einem einzigen Hieb ganze Straßengangs in die Luft schlägt. Seinen Gegenspieler Isara Orihara, der ein sadistischer Informationshändler ist, und Selti Styrlesen, eine süße und sinnliche Frau mit einem Faible für Motorräder, die allerdings keinen Kopf hat. Haben wir erwähnt, dass diese Serie großartig verrückt ist? What the hell are you? Nummer 8, Usagi Drop. Vielleicht etwas Abwechslung mit Wohlfühlfaktor gefällig? Dann kommt hier deine Empfehlung. Der unscheinbare Daikichi Kawachi lebt ziellos in den Tag hinein, bis er eine folgenschwere Entscheidung trifft. Er adoptiert Rin, die vermeintlich unehrliche Tochter seines Großvaters. Der mitfühlende Daikachi und die süße Rin ergänzen sich perfekt und sie erleben gemeinsam viele Prüfungen, Schicksale und Erfolge. Nummer 7, One Punch Man. Wenn du auf übertrieben starke Superhelden stehst, dann ist diese Serie genau richtig für dich. Unser One Punch Man Saitama erledigt mit einem einzigen Schlag seine Gegner. Man könnte meinen, das sei auf Dauer langweilig, ist es aber nicht. Ah, Suma, ja, wazato ja nein da yo. Sundome shio to omottara ikkyoi de butsukatta dake de. Denn im Gegensatz zu anderen Animes werden dir hier handfeste Comedy und brillante Visuals geliefert. Und nicht zu vergessen die Superschurken, die immer verrückter werden und Saitama zum Kampf herausfordern. Solltest du Blut geleckt haben, dann empfehlen wir dir auch Mob Psycho 100 von den gleichen Machern. Nummer 6, JoJo's Bizarre Adventure. Die Geschichte der Familie Joestar als bizarr zu bezeichnen, ist stark untertrieben, denn in dieser Serie werden Zeiten, Motive und sogar Logik komplett aufgehoben. Die Protagonisten heißen alle Jojo, gehören unterschiedlichen Generationen an und ihre Schicksale werden mit einer seltsamen Mischung aus brutalen Kampfszenen und unerhörter Komik erzählt. Oh mein Gott!
Die Serie gibt es seit über 20 Jahren, aber erst die Anime-Adaption wurde ein weltweiter Erfolg. Jedenfalls wirst du wohl in Zukunft bei den Worten Ora 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 immer wieder zusammenzucken. Nummer 5, Aikira. Well, Kaneda, what are you gonna do now? Verwüstete Städte und Psycho-Horror in einer dystopischen Zukunft wird dir in einem der größten Science-Fiction-Filme überhaupt präsentiert. Das Cyberpunk-Paket beeindruckt mit Visuals, Bandengewalt und psychologischer Kriegsführung. Als sich Tetsuo seiner psychischen Kräfte bewusst wird, entwickelt sich aus der Freundschaft mit Kaneda eine erbitterte Feindschaft. Es ist ein schönes und grausames Spektakel zugleich und es funktioniert heute noch genauso gut wie gestern. Nummer 4, Gurren Lagann. Let's see you grit those teeth! Es ist kein Geheimnis. Da draußen existieren wahnsinnig viele Mecha-Animes und wahnsinnig viele Leute, die irrsinnig auf kämpfende Riesenroboter stehen. Aber falls ihr nach großem Spektakel mit engagierter Besetzung sucht, dann versucht es mit dem Teen Dai Gurren. Just who in the hell do you think we are? Größenmäßig überragen die Mechas ganze Galaxien und die Anführer sind die wohl männlichsten im Anime überhaupt. Just who the hell do you think I am? Nummer 3, Cowboy Bebop. Was ist besser, als ein paar verrückten Kopfgeldjägern dabei zuzusehen, während sie sich von einer ausweglosen Situation in die nächste manövrieren? Und das Ganze oben im Weltraum. Nicht schlecht, oder? Egal, ob du auf mutigen Schlagabtausch oder Science-Fiction stehst, die eher undiplomatischen Heldentaten der Bebop-Crew treffen immer ins Schwarze. Und die Charaktere erst. Eds Verschrobenheit, Chets schonungslose Aufrichtigkeit, Faye als Femme Fatale und natürlich der liebliche Spike, der eine blutige Vergangenheit verbirgt. Leute, macht euch auf eine Achterbahn der Gefühle bereit. Yeah, I know. I know the whole sad story. Nummer 2, Full Metal Alchemist Brotherhood. Someday soon, I'm coming back for you! Just you wait! Schon das Original war ein Erfolg, aber die Neuauflage ist noch besser. In dieser Serie setzen die beiden total zerstrittenen, starkköpfigen Elric-Brüder und die vielen anderen Charaktere die Kunst der Alchemie ein, um die bestehende Welt zu beschützen, umzugestalten und zu zerstören. He's not even using a transmutation circle. Dank der eingebauten Transmutationen gibt es hier eine erstklassige Story und wilde Action-Szenen. Anspruchsvolle Themen wie Religion, Militarismus, Genozid, Familie, Opfer und Rache durchziehen die Serie von Anfang an und lassen dich sehr genau spüren, an welcher Stelle ein Lächeln angebracht ist und wann du dich am dunkelsten Ort der Menschlichkeit befindest. Bevor wir unsere sehenswerte Nummer 1 vorstellen, gibt's hier ein paar lobenswerte Erwähnungen. I don't believe it. Thermoptic camouflage. Nummer 1, Neon Genesis Evangelion. Of course. In this whole city, there's no place that's familiar. This is your home now. Dieses Anime ist nicht einfach nur eine weitere junge Helden steuern Riesenroboter und besiegen Alien-Serie. Nein, sie hat legendären Tiefgang. Während sich unser Protagonist Shinji, bekannt als Engel, durch sämtliche kosmische Bedrohungen kämpft, werden wir förmlich mit religiösen Symboliken, menschlicher Verdorbenheit und einer Unmenge an Blut und Tod überschüttet. Und es gibt verschiedene Enden, die von Anbetung über Verwirrung bis hin zur Entrüstung reichen. Für seine schonungslose Story verehrt und für seine Komplexität gehasst. Wir empfehlen euch jedenfalls wärmstens. Findet es selbst heraus. Now we're even, Shinji.
Für noch mehr spannende Anime-Top 10 abonniere einfach WatchMojo Deutschland.